Hier ist Genial Spezial mit einer Sondersendung live aus Heilbronn. Mein Name ist Markus Frisch. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ulrike Fliege. Wir stehen hier direkt vor dem romantischen Trappenseeschlösschen in Heilbronn, in dem sich das neu eröffnete Literaturhaus befindet. An diesem lauschigen Ort kann man nicht anders als an Poesie denken, an Liebe und Leidenschaft. Viele denken bei Literatur und Heilbronn natürlich vor allem an das Käthchen von Heinrich von Kleist. Ja, der weltberühmte Dichter hat Heilbronn mit dieser Figur ebenfalls weltberühmt gemacht. Dabei war Kleist zeitlebens nicht ein einziges Mal in Heilbronn. Doch wäre er hier gewesen, hätte es ihm hier auch so gut gefallen wie dem Käthchen. Und vielleicht hätte er sich dann hier am Trappensee erschossen und nicht am Wannsee in Berlin. Ja, der Schöpfer des liebreizenden Käthchens hat sein Leben im Alter von nur 34 Jahren durch einen Kopfschuss selbst beendet. Und bis heute ungeklärt ist die Frage, warum er das gemacht hat. Und warum er eine an Krebs erkrankte junge Ehefrau und Mutter überredete, mit ihm gemeinsam zu sterben. Ja, Henriette Vogel, die hat er zuerst erschossen. Wer war Heinrich von Kleist? Ein Psychopath? Eine verzweifelte Seele? Oder ein Unbequemer, der über seinen Tod hinaus Rätsel aufgeben wollte? Wir haben knallhart und schonungslos recherchiert und präsentieren Ihnen heute einige unglaubliche Fakten über Heinrich von Kleist. Heinrich von Kleist wird am 18.10.1777 als Sohn einer preußischen Offiziersfamilie in Frankfurt an der Oder geboren. Bereits mit 15 Jahren tritt er selbst in das Militär ein und nimmt an kriegerischen Aktionen teil. Früh verliert er seine Eltern und wird ein Waise. Mit 22 beendet er seine Karriere in der preußischen Armee, um Philosophie, Mathematik und Kulturgeschichte zu studieren. Doch da war es schon zu spät. Die Gewalt hatte ihn geprägt und ließ ihn nicht mehr los. Seine Dramen und Novellen sind voll von Brutalitäten. 4 Fakten. Das Käthchen von Heilbronn stürzt sich wie besinnungslos aus dem Fenster und wird wie eine Verbrecherin ausgepeitscht. Der Germane Hermann metzelt die Römer ab. Der betrogene Bürger Michael Kohlhaas verwandelt sich in einen Terroristen und führt einen Rachefeldzug durch ganz Brandenburg. Der alte Dorfrichter Adam vergeht sich hinterlistig an der jungen Eve und zieht sich auf der Flucht üble Verletzungen zu. Auch zum Thema Liebe, Sex und Leidenschaft haben wir recherchiert und ein paar pikante Fakten für Sie zusammengetragen. Kleist selbst verkehrte mit seiner Verlobten in Frankfurt an der Oder lieber schriftlich und reiste dafür mit seiner Schwester Ulrike in der Welt herum. In seinen Werken lebte er seine Fantasien etwas heftiger aus. 4 Fakten. Das Käthchen verfällt dem Grafen Wetter vom Strahl und wird ihm bedingungslos hörig. Alkmene verwechselt ihren Ehemann mit einem Gott, dem sie sich leidenschaftlich hingibt. Die wilde Amazone Penthesilea zerfleischt ihren geliebten Achill und isst ihn im Rausch auf. Die Marquise von O wird im Schlaf vergewaltigt und heiratet später den Täter. Dagegen ist 50 Shades of Grey eine Blümchenwiese. Wir haben uns auf die Suche nach Personen gemacht, die Heinrich von Kleist persönlich kannten und eine enge Beziehung zu ihm hatten. Und wir haben sie aufgespürt. Das echte Käthchen von Heilbronn und Michael Kohlhaas. Beide sind psychisch ziemlich labil und befinden sich in einer Langzeittherapie. Auch nach über 200 Jahren sind sie über den frühen Tod ihres Schöpfers noch nicht hinweggekommen. Wir von Genial Spezial befinden uns gerade auf dem Weg zu ihnen, um sie bei einer ihrer Therapiesitzungen zu treffen. Kleist! Ach, Kleist! Mein Schöpfer! Du hast mir so ein schönes Leben geschenkt. Dafür bin ich so dankbar. Aber das hat dir nicht gereicht. Was habe ich falsch gemacht? Ich fühle mich die ganze Zeit schuldig. Niemand hat dich verstanden. Ich hätte alles für dich getan. Wie kann ich glücklich sein, wenn du tot bist? Ich habe meinen Traummann gefunden. Und du? Freitod mit einer Frau, die du nicht einmal liebtest. Das macht mich immer noch so traurig. Ich verstehe ihn einfach nicht. Wieso hat er sich nicht gewehrt? Wieso hat er nicht um sich geschlagen? Mich hat er so stark gemacht und er selbst. Mir kann keiner was. Ich kämpfe für mein Recht. Dazu stehe ich. Ich habe viele Menschen auf dem Gewissen, weil ich Recht hatte. Mein Leben war hart, aber ich bin mit mir im Reinen. Ich frage mich die ganzen Jahre, ob er es auch war. Ich will positiv über ihn denken, aber es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass er aufgegeben hat.
Damit komme ich einfach nicht klar. Unglaublich, wie ein Mann, der nicht besonders attraktiv war und noch dazu stotterte, eine solche Faszination auf Menschen ausüben konnte. Wir haben eine Expertin befragt. Ich sprach kurz vor der Sendung mit der Literaturwissenschaftlerin Professor Dr. Anne Fleig von der Freien Universität Berlin. Guten Tag, Frau Fleig. Ja, hallo, guten Tag. Frau Professor Fleig, wieso neigte Heinrich von Kleist zu so extremen Darstellungen, auch extremen Gewaltdarstellungen? Ja, das ist eine Frage, die uns immer wieder sehr beschäftigt. Extrem heißt ja, dass man an die äußerste Grenze geht. Und man kann sein Schreiben insofern wirklich als einen ständigen Grenzgang verstehen. Er hat sehr unstet gelebt, er hat immer wieder neue Projekte geschmiedet, war an verschiedenen Orten. Wenn man dann an das Schreiben denkt, dann kann man sagen, dass er diese Grenzen in seiner Spracharbeit aufgesucht hat, dass er auch versucht hat, in der Sprache an die Grenze zu gehen. Was ist heute für Sie noch faszinierend an der Lektüre von Kleist? Mich fasziniert das, dass ich ihn schon so oft gelesen habe und trotzdem immer noch Neues finden kann und neu nachdenke. Kleist ist auch faszinierend, weil er ein junger Autor ist. Warum, glauben Sie, hat er sich umgebracht? Ja, dies kann man so natürlich nicht beantworten. Aber wenn das stimmt mit diesen Grenzgängen, dann ist natürlich der Selbstmord der extreme und der letzte Weg, eine Grenze zu überschreiten, die Grenze zwischen Leben und Sterben. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja, gern geschehen. Das war unser Genialspezial über Heinrich von Kleist. Sehen Sie das nächste Genialspezial über Friedrich von Schiller und warum er Heilbronn nicht mochte. Ulrike Fliege. Markus Frisch. Bleiben Sie gesund. Du sag mal, war der Schiller auch artig? Keine Ahnung. Meinst du nicht? Ich habe jetzt voll Hunger. Ich habe da vorhin den Döner gesehen. Wollen wir da hingehen? Da war auch so ein netter Italiener. Italiener? Ja.